Wer einmal schlägt, schlägt immer wieder. Ja, klar. Und wer einmal durch die Fahrprüfung fällt, fällt immer wieder durch die Fahrprüfung. Für diesen Spruch hättest du echt Dresche verdient. Ja, aber du bist der Therapeut. Mist. Hey, ich bin der Marcel. Das ist Yogo. Und das ist das Team. Hi. Und jetzt geht's los. Hallo Leute, willkommen bei Jetzt mal anders ohne Gewalt. Heute zum Thema, wer einmal schlägt, schlägt immer wieder. Wenn ihr selbst in eurer Beziehung Gewalt miteinander erfahrt, dann werdet ihr das kennen. Freunde, Familie, vielleicht Fachkräfte haben eine Menge gute Ratschläge für euch. Und vor allem denen, trennt euch doch, denn wer einmal schlägt, schlägt immer wieder. Natürlich gibt es Paare, bei denen genau das zutrifft. Bei denen die Gewalt immer weitergeht, bei denen einer den anderen klein hält, bei denen die Gewalt vielleicht sogar immer schlimmer wird. Der Punkt ist nur, das sind nicht alle Paare. Es gibt auch Paare, die miteinander Gewalt erleben und die ein beidseitiges Interesse daran haben, da auszusteigen. Das denke ich mir natürlich nicht einfach nur aus. Es gibt Statistiken, mit denen man zeigen kann, dass Gewalt sich nicht notwendigerweise immer weiter fortsetzt. Und wir erleben in unserer Beratung wöchentlich, dass es Paaren gelingt, aus der Gewalt auszusteigen. Zum Beispiel erinnere ich mich an Julia und Marcel. Die heißen in Wirklichkeit natürlich anders. Beide hatten schon einige blaue Flecken gesammelt und beide waren fest entschlossen, mit professioneller Hilfe da rauszukommen. Am ersten Ort riet man ihnen, sich getrennt beraten zu lassen, weil Julia das Opfer und Marcel der Täter sei. Julia fühlte sich hier nicht ernst genommen und beide suchten ein zweites Angebot auf. Am zweiten Ort riet man Julia, sich von Marcel zu trennen. Klar hatte Julia schon selbst daran gedacht, aber es sollte ihre Entscheidung sein. Sie suchten ein drittes Angebot auf. Am dritten Ort riet man Marcel, sich mit seiner Herkunft auseinanderzusetzen. Schließlich sei es bekannt, dass Männer aus seinem Kulturkreis besonders zu gewalttätigem Verhalten neigen. An diesem Punkt fühlten sich Julia und Marcel weiter von einer Lösung entfernt als je zuvor, denn keiner der Vorschläge hatte berücksichtigt, was ihre eigenen Ziele sind und welche Schritte sie selbst für nötig hielten. Ich möchte hier auf keinen Fall irgendwelche Beratungsstellen schlecht machen. Wir sind selbst eine Beratungsstelle. Aber es ist doch so, niemand kennt dich so gut wie du dich selbst. Und jeder von uns hat in sich ein unermessliches Navigationsgerät, das über all die Lebenserfahrungen verfügt, die du schon gesammelt hast. Psychologen nennen dieses Navigationsgerät das Selbst. Dieses Selbst kann euch ganz praktisch führen. Zum Beispiel, indem es euch ein gutes oder schlechtes Bauchgefühl vermittelt, indem es euch ein Lösungsbild aufkommen lässt oder euch einen Impuls gibt, etwas zu tun. Du kennst es doch selbst. Du fühltest dich verloren in einer Situation und plötzlich hattest du diese Eingebung, diesen Impuls, etwas zu tun und es war genau das Richtige. Oder du bist morgens nach dem Schlafen aufgewacht und hattest eine Idee für ein schwieriges Problem. Das genau ist das Selbst, ist unser inneres Navi. Aber dieses Navi hat auch einen echten Haken. Es springt nämlich nur dann an, wenn ihr euch in einer entspannten, offenen Stimmung befindet. Das ist auch der Grund, warum es morgens gerade anspringt und ihr dann eure Geistesblitze bekommt. Viel entspannter kann man kaum sein. Es funktioniert auch gut, wenn ihr euch angenommen und gewertschätzt fühlt. Kein Wunder also, dass ihr in einer Streitsituation nicht gerade zu den Geistesblitzen kommt, die euch aus der Situation hinaushelfen würden. Was also tun? Es kann helfen, sich einer Person anzuvertrauen, die bereit ist, sich auf deine Sichtweise einzulassen, die Lust darauf hat, gemeinsam zu schauen, welche Schritte für dich und dein Bauchgefühl stimmig sind. Das muss nicht immer ein Psychologe oder ein Berater sein. Das kann ein guter Freund sein, der dich noch nicht aufgegeben hat, und der dir die Möglichkeit gibt, über die Dinge gemeinsam nachzudenken. Ganz wichtig, das kannst auch du selbst sein. Und wie kommst du zu dir selbst? Ganz einfach, indem du für Stille sorgst. Denn deine eigene Stimme kann sehr leise sein, obwohl sie Wichtiges zu sagen hat. Hier noch ein paar Beispiele, die Paare mit uns geteilt haben. Ihr kommt wahrscheinlich auch selber drauf. Nehmt euch ein paar Minuten Zeit für einen Tee oder einen Kaffee. Geht raus in die Natur, hört eure Lieblingsmusik. Manchen Menschen hilft es zu meditieren oder zu beten. All diese kleinen Auszeiten geben eurem Navi die Möglichkeit, die Route neu zu berechnen. Natürlich kann es sein, dass eure innere Stimme euch sagt, dass es an der Zeit ist, die Beziehung zu verlassen. Und auch das ist dann okay. Aber vielleicht habt ihr auch jedes Mal Magendrücken, wenn euch jemand genau das rät und ihr wollt eigentlich weitermachen. Wichtig, nichts ist in Stein gemeißelt. Es geht um Entscheidungen. Sorgt dafür, dass es eure Entscheidungen sind.
Das war's von mir zum Thema, wer einmal schlägt, schlägt immer wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst ein Like da oder schreibt einen Kommentar, wie ihr vorangekommen seid. Wenn ihr Hilfe sucht, schaut in unsere Beschreibung. Wir haben Infos und Links für euch vorbereitet. Euch allen wünsche ich, dass die Gewalt aus eurem Leben verschwindet und dass ihr mit der Entscheidung glücklich seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu Jetzt mal anders ohne Gewalt.